da ist Christian Beck und da ist wieder Beck. Beck mit dem Tänzchen und dem Tor. Für mich war wichtig, dass ich nochmal Fußball spiele und ja, als Stürmer auch natürlich Tore schieße. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen bis hierhin. Und ja, das war genau der richtige Schritt für mich. Hätte ich das Go nicht von zu Hause bekommen, dann wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Und sie standen aber sofort dahinter und haben gesagt, solange du Fußball spielen kannst und willst und das liebst, sollst du das auch ausüben. Und ja, da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar darüber. 14 Tore ist ein guter Start, aber ja, ich hoffe, es kommen noch viele, viele dazu. Ich bin da, um die Tore zu schießen, um die jungen Spieler auch ja, mit an die Hand zu nehmen. Und ich glaube, gerade die älteren Leute, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, ich denke schon, dass ich einen sehr, sehr guten Stellenwert in der Mannschaft habe. Das hat man gleich gemerkt, dass die Chemie stimmt und ja, wir einfach eine geile Truppe sind. Und ja, das haben wir auf dem Platz jetzt auch gezeigt. Jeder ist für den anderen da. Wir hatten auch in den letzten Spielen viele Ausfälle und es kam immer jemand rein und hat das kompensiert. Ich glaube, wir sind als gute Truppe einfach, ja, zeigen wir, wie wir gewinnen können als Team, als Einheit. Und ja, auf dem Platz kämpft jeder für den anderen. Klar ist meine Kopfballstärke bekannt. Ich versuche mich da durchzusetzen, aber ja, wenn der Ball auch mal flach reinkommt, ich glaube, so schlecht am Fuß oder so schlechte Tore mit dem Fuß habe ich auch nicht geschossen. Und ja, ist egal wie, Hauptsache der Ball ist irgendwann drin. Wenn der BFC aufsteigen sollte, dann wird uns allen hier ein Denkmal gebaut. Das wäre nochmal was Sensationelles. Und ja, ich hoffe einfach, dass es am Ende so ausgehen wird. Wie gesagt, es wird brutal schwer, aber ich bin guter Dinge, dass wir ja, bis zum Ende ein Wörtchen mitreden können.